Hallo Leute. Heute mit einem Autismus-Memorial-Beitrag. Und wir haben es sicherlich in den Nachrichten auch mitbekommen, dass ein vermisster Junge gesucht wurde. Und seit dem 9. Oktober tot aus der Sage geborgen wurde. Und ich würde mal sagen, lesen wir den Artikel von der Welt vor. Los geht's. Eine Passantin entdeckte am Montagmorgen einen leblosen Körper in der Saar und alarmierte die Polizei. Später gab es traurige Gewissheit. Es handelte sich bei dem Toten um den seit einer Woche vermissten 5-jährigen Mathis aus Saarbrücken. Nun erinnern rote Luftballons an das Kind. Und hier sehen wir ein Foto, wo Taucher auch auf Höhe des Staatstheaters in der Saar nach dem vermissten Kind suchten. Traurige Gewissheit für die Eltern. Der seit einer Woche in Saarbrücken vermisste 5-jährige Junge ist tot. Seine Leiche wurde am Montag in der Saar gefunden. Das teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes mit. Seit einer Woche hat das Schicksal eines vermissten 5-jährigen Jungen Saarbrücken in Atem gehalten. Tagelang suchte die Polizei intensiv, vor allem rund um den Ort, an dem Mathis am 2. Oktober verschwand, einem Spielplatz an der Saar, den er mit seiner Familie besucht hatte. Viele Bürger starteten Suchaktionen und zeigten ihre Solidarität mit der Familie des Jungen, zuletzt bei einem Schweigemarsch in Saarbrücken mit rund 1000 Teilnehmern. Doch am Montag starb dann jede Hoffnung auf ein gutes Ende. Eine Passantin habe am Morgen einen leblosen Körper in der Saar in Saarbrücken entdeckt und sich bei der Polizei gemeldet. Einsatzkräfte bargen dann die Leiche aus dem Fluss. Jetzt können wir auch bestätigen, dass es sich bei der Person um den vermissten Mathis handelt, sagte der Sprecher wenig später. Wie der Junge zu Tode kam, sei noch unklar. Es werde eine Obduktion geben. Die 12-köpfige Ermittlungsgruppe Spielplatz werde die Hintergründe noch aufarbeiten. Die Polizei ging davon aus, dass sich der 5-Jährige in einem unbeobachteten Moment eigenständig von dem Spielplatz entfernt hatte. Das Schicksal des autistischen Kindes bewegte viele. Viele Bürger engagieren sich bei der Suche nach dem Jungen, ein Umstand, für den sich die Mutter des Kindes mehrfach auch öffentlich bedankte, wie RTL meldete. Das Kind war laut Polizei Autist und nicht in der Lage zu sprechen. Wenn er auf unbekannte Menschen getroffen sei, sei er oft davongelaufen, hieß es weiter. Zur Zeit seines Verschwindens soll der 5-Jährige barfuß unterwegs gewesen sein. Auch im angrenzenden Frankreich wurde der vermissten Fall viel beachtet. Französische Nachrichtensender und Zeitungen berichteten über das besorgniserregende Verschwinden des autistischen Kindes, das nicht sprechen könne. Auf der Facebook-Seite Wo ist Mathis? US Mathis erinnert am Montag ein roter Luftballon mit der Aufschrift Mathis an den Jungen. Auch bei den Suchaktionen hatten Bürger oft rote Luftballons dabei. Der Junge mochte rote Luftballons ganz besonders gerne, wie dessen Vater Medien erzählte. Ja. Und dieser Luftballon fliegt jetzt in den Himmel, wo Mathis auf jeden Fall sich aufhält. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, Ruhe in Frieden, Mathis. Auf Wiederschauen.